Heyo, willkommen zum nächsten Let's Play. Let's Play Zombies. Ate My Neighbors. So, und damit nochmal herzlich willkommen zurück. Und zwar wurde das Spiel 1993 veröffentlicht. Und man mag es kaum glauben, ich habe wirklich die Super Nintendo hier zu Hause. Allerdings kann ich davon nicht aufnehmen. Das heißt, ich muss auf einem Emulator spielen. Und ich habe auch Zombies. Ein Spiel, oh mein Gott, das habe ich früher gesuchtet. Meine Mutter hat es mir ein paar Mal weggenommen, weil ich war damals wirklich noch, ja, weiß nicht, wo, hey. Hallo? Ich will erzählen und das Spiel sagt, nee, spiel mal. Na gut, dann erzähle ich das vielleicht beim Spielen. Wir nehmen natürlich den Jungen. Und es geht darum, erstmal Rescue the Neighbors in Level 1 Zombie Panic. So, Level 1. Wir müssen jetzt schon darauf achten, dass wir wirklich viele gute oder, ja, Schlüssel sind sehr, sehr wichtig. Man braucht jetzt, sagen wir mal, in der ersten Welt nicht unbedingt zwingend, aber wenn man sie da schon einsammelt, hat man sie für später. So, die Anfangswaffen sind etwas, bescheiden. Wir haben hier einmal, ja, wir können hier auch schwimmen. Der Sound ist allerdings ein bisschen ätzend. Und wir haben hier diese Waffe. Außerdem können wir hiermit wechseln, Verbandskasten und einen Schlüssel. Es gibt nämlich Türen, die man aufschließen kann, aber auch aufschlagen kann. Dazu kommen wir gleich schon zum nächsten Item. Es gibt nämlich spezielle Tränke. Ich glaube, es gibt auch einen grünen Tank, aber der hauptsächliche Trank, von dem ich gerade reden oder was erzählen möchte, wir kommen und gehen natürlich auf die Items nochmal später drauf ein, wenn es dann auch wirklich kommt. Aber da kann man sich in einen, ich nenne ihn immer King Kong verwandeln. Ach man, ich liebe dieses Spiel. Und es geht darum, dass wir Survivor hier einsammeln, die irgendwie hier rumstehen und die Zombies verfolgen uns. Am Anfang kommen nur diese Zombies, aber es gibt natürlich, ist ja bekanntlich, wenn man immer mehr Level schafft, kommen auch immer mehr Zombies, auch immer schwerere Zombies und auch irgendwann mal Bosskämpfe, die auch, die es wirklich in sich haben. Und die, naja, die Survivor werden in dem, also wenn ich hier so stehe, werden jetzt nicht angegriffen, aber wenn ich zu denen gehe, gehen auch die, locke ich die Zombies zu denen und dann werden die eventuell aufgefressen. Das heißt, ich muss da zuerst die schnell retten, weißt du? Aber das werdet ihr vielleicht noch später anhand Beispielen sehen, wenn ich failen werde. So, die Trampolinen sind auch ganz nett. Wir haben schon ein paar eingesammelt. Da ist wieder ein Schlüssel. Auf jeden Fall auch nochmal einsammeln. Super, hier noch ein Hund. Und wenn wir eben viele Survivor retten, bekommen wir Leben. Hier gehen wir nicht unbedingt rein, weil das ist nur ein Feuerlöscher. Wofür der genau da ist, weiß ich auch nicht mehr. Genau. Also das sind teilweise schwache Erinnerungen, ne? Ich habe es vorhin auf der Super Nintendo angezockt. Da ist das Feeling natürlich anders als auf dem PC. Aua, Mann, lass mich mal in Ruhe, du blöder Zombie. Rest in peace. Ja, das wird wohl nichts hier für die Zombies. Aber ich glaube, hier sollten wir erstmal nicht lang gehen, denn hier ist die Haupt-Respawn-Stelle. Natürlich respawnen sie auch hier, aber unten enorm. Hier müssen wir den einen Schlüssel auf jeden Fall einsetzen. Habe ich jetzt zwei? Warte mal. Ja, den setzen wir jetzt einmal ein und zwar hier. Und dann, oh, da haben wir schon alles eingesammelt. Aber wir müssen auch immer in Schränken und sowas gucken. Ja, jetzt, hier war eine Falle. Manchmal sind da aber auch Tränke, ja. Nämlich sehr, sehr wertvolle Sachen, manchmal auch nicht. So, hier sehen wir jetzt Level Complete. Die haben wir jetzt alle eingesammelt. Es gibt Punkte. Und drei Leben haben wir da oben links. Und wenn wir zum Beispiel, ich glaube, All Victims Save Bonus. Wenn wir jetzt zum Beispiel Level 2. Evening of the Undead. Abend der Untoten. Ach ja, jetzt sind wir in dem Level, ja, stimmt. Oh Mann, ey, ich versuche was zu erzählen, aber irgendwie so. Wenn wir zum Beispiel, glaube Level 10 oder so sind, dann steht da so ein Code, den kann man dann am Anfang eingeben. Das heißt, das muss ich mir dann mal aufschreiben und dann können wir immer von da respawnen. Das ist das Tolle. Das Ziel ist es, ich habe es noch nie durchgezockt, glaube ich. Weil was war das für eine Stelle? Irgendwie eine Fabrik war die letzte Stelle, irgendwie Level 48 oder so war ich mal. Die Level wären natürlich noch länger und schwerer, ist ja ganz klar. Ne? Momentan ist es. Ach, das ist ein Score-Bonus. Was bringt denn der, wenn das voll ist? Super Nintendo ist eh eine richtig geile Zeit gewesen. Da habe ich noch, kenne ich noch andere Spiele, die ich vielleicht auch gerne Let's Playen werde, möchte, will, muss. Und ich mache es so hier, dass ich nicht immer die Parts beende, sondern einfach durchgehend jetzt erstmal aufnehme, dann eine Aufnahmepause mache. Das heißt, ich splitte es einfach so. Immer dann, wenn es am spannendsten ist oder einfach so. So. Hier haben wir noch die Lotte. Die sammeln wir auch mal ein hier. Den Griller. Und hier müssen wir auch mal lang gucken. Ein Feuerlöscher. Hä? Warum ist denn das jetzt rot? Hm. Der Feuerlöscher ist also auf dem Slot. Hier kann man immer. Ach, der friert hier ein wahrscheinlich, ne? Let's play Dead Rising! Das ist Dead Rising 1 übrigens. Wäre lustig. Da ist ein Trank. Super. Aber
Gut, das ist die, das ist für die Waffe. Ich dachte zuerst, als ich es vorhin auf der Super Nintendo angezockt habe, dass es, irgendwie für Leben war, aber nee. Ich glaube aber, wir kommen oben rein, ohne einen Schlüssel zu verbauen. Das heißt, wir gehen hier einmal rum, wir haben genug Schuss, das heißt, wir können hier seelenruhig entlang, pirschen. Und wir nehmen uns jetzt mal das hier vor, das sind hier solche Chemiewaffen oder was weiß ich, was das ist. Das sieht so ziemlich so aus, ne? Irgendwie so ein Blubberzeug da. Und der Radius ist nicht unbedingt sehr groß. Nein! Ich habe einen Engel verloren. Nee, Cheerleaderin. Stimmt, Cheerleaderin ist das. Ich sag ja immer dazu Engel. So, hier ein Entdecker. Bams! Oh, sogar noch getroffen. Wir müssen uns... 10 Bazooka habe ich am Anfang eingesammelt, aber die müssen wir uns aufheben. Damit können wir nämlich. Und jetzt kommt's. Oh, Clowns, das ist auch gut. Damit Clowns sind auf diesem Slot hier. Ah ja, das zeige ich euch auch später. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, ich muss jetzt schon eigentlich Items sparen. Das ist das einzige Schlaue. Weil wenn ich jetzt alles drauf haue, später braucht man die eventuell. Das ist eben das Ding, weil es wird immer schwerer. Und man hat dann nicht das, was man gern haben will. Und das wird eben übernommen, wenn man das nicht verbraucht. So. Wir haben jetzt schon ziemlich viele gerettet. Jetzt müsste da oben noch einer sein. Wie gesagt, die ersten Level, die... Ich kenne eigentlich sehr viel nur vom Spiel her, weil ich habe das wirklich... Ich habe es immer geklaut. Meine Mutter ins Versteck und ich habe es einfach geklaut. Ach, das waren sowas von geile Zeiten. Ja. Dann ging sie irgendwie kaputt. Also das Aufladegerät. Nicht das Aufladegerät, das... ja, den Netzwerk. Dingsbums da. Also... Den Powerschalter quasi. Der ist dann kaputt gegangen. Wir haben nicht alle eingesammelt. Das heißt, wir haben nicht alle Victims rescued, leider. Naja. Level 3. Terror in Aisley 5. So, wir sind hier im Einkaufszentrum. Hier sammeln wir natürlich wieder unsere Freunde ein und versuchen dieses Mal nicht unbedingt ein paar Survivor zu verdienen, sondern gar keine. Hier das Baby schön einsammeln. Lalalala. Oh ja, das Baby. Das war ein Stich. Oh ja. Ich glaube, der... Na gut, ich will nichts verraten. So, diese... Wie war da der Ton nochmal? Eieieiei. Irgendwie sowas. Hier haben wir Schuhe, damit können wir schneller rennen. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ein Schlüssel, komm, setz mal ein. Ich feiere das Game so. Ich finde es einfach geil. Und die sind eigentlich zeitlos, will ich schon sagen. Heutzutage... Da kann ich einfach nicht sagen, die... Ja, von der Grafik und so sind die Spiele natürlich vielleicht schlechter, aber gerade... Ah, nee. Ich finde das... Wenn man das früher gezockt hat, wenn man es jetzt zum Beispiel zum ersten Mal zockt, dann sagt man vielleicht... Scheiße, nein! Nein! Schon wieder einen verloren. Was? Wo ich es angezockt habe, habe ich keinen verloren. Ach ja, warte. Wo waren das? Das habe ich... Warte. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich aufgefüllt. Nee, hier war es. Hier haben wir so einen Sensor, der zeigt uns Survivor an. Falls wir zum Beispiel nicht wissen, oh, wo ist denn hier noch das Baby, was wir da gerade links gesehen haben. Ach, da unten wird mir noch was angezeigt, da muss es ja wohl sein. So, pass auf. Jetzt haben wir einen Verbandskasten für nichts eigentlich verbraucht. Hubababa, genau, das waren die. Hubababa. Hier oben war irgendwas. Ich glaube, die bringen mal 20 hier. Also diese Bomben. Davon haben wir jetzt eigentlich genug. Wir haben hier 400 von fast 100. Die können wir eigentlich seelenruhig ausgeben. Die sind nicht so viel wert. Möge ich mal sowas aufstellen hier. Eine These des nicht so wertvollen. Ja. So, hier wieder Waffen. Ey, sag mal. Ey, was ist denn hier los? Ey. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt habe ich zwei schöne Survivor verloren. So, weiter weiß ich nicht mehr. Weiter habe ich nicht gezockt. Dann habe ich ausgemacht. Weil ich es mir fürs Let's Play aufheben wollte. Ich bin echt mal gespannt. Level 4! Was? Kettensäge? Jetzt schon? Oh mein Gott. Oh nein. Das ist so heftig, das Level. Ich glaube, deswegen weiß ich auch, warum meine Mutter mir das damals weggenommen hat, weil da hatte ich, glaube ich, Albträume von. Ach ja, diese Kinder. Ich sterbe jetzt. Oh nein, 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 nein. Ah, hier ist ein Survivor. Den muss ich irgendwie retten. Komm, nehmen wir mal das hier. Ich glaube, das ist irgendwas mit Feuer. Jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, hier können wir durch. Nee. Ich habe noch keinen gefunden hier. Das ist echt schwer.
Mist, das mag ich gar nicht, wenn die so diese Gegner sind. Da ist ein Baby. Na, welchen Weg nimmst du? Oh. Nein. Siehst du, das ist so. Das lenkt kurz das Ziel auf die Clowns, bis sie tot sind. Also die Clowns tot sind. Und so dann kämpfen die darauf ein. Oh, die halten ganz schön lange. Ich höre immer noch einen. Boah, die sind so stark. Ich könnte zum ersten Mal wieder abkrepeln hier. Ich will meine Super-Items noch nicht aufbrauchen. Das schwere. Oh, ich habe noch keinen gefunden. Das ist echt. Oh, hier habe ich einen gefunden. Oh, well. Ich habe noch einen Schlüssel, glaube ich. Vielleicht. Oh, für mich. Siehst du, das ist doof von mir. Ich glaube, wenn ich mich ganz. Wenn ich mich dunkel erinnere. Nein! Das war falsch. Muss ich mal gucken. Nehmen wir das hier. King Kong! Dann können wir die locker umbringen. Und auch Wände in die Gärten und so hauen. So kommen wir schnell an Survivors ran. Auch einen. Auch ganz nice. Wie ein Baby. Aber die sterben nicht, das ist das Problem, ne? Denn die sind nur kurz außer Gefecht gesetzt. Und ich finde hier trotzdem nichts, obwohl ich hier meinen Super-Trank habe. Es ist eigentlich ganz gut, dass ich hier Wände durch die Gärten schlage. Dann komme ich schneller an die Survivor ran. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo ich dann. Ah, hier. Super. Und noch ein. Nein! Ah, der ist tot. Na gut, ich will das jetzt gerade nur überleben. Das ist echt so schwer. Die Clowns sind hier sehr, sehr wichtig. Oh, Verbands! Kasten, super. Warte, ich mach mal. Hier unten soll was sein. Okay, und bam. Jetzt links irgendwie soll noch was sein. Okay, was habe ich noch hier im Petto? Nichts. Nichts Großartiges auf jeden Fall. Ah, ich hätte da abbiegen müssen. Okay, pass auf. Ich hoffe einfach. Fragezeichen ist nicht ganz gewiss, was es ist. Es füllt mich auf, immerhin. Bin ich ganz zufrieden mit. Ich bin aus der Sichtweite irgendwelcher Survivors hier. Da, warte, da, auf dem Weg.